Ich bin Ingrid Lange, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Hannover. Ich bin geboren am 2. September 1937. Das heißt, ich lebe schon mehr als 73 Jahre in Hannover. Ich bin nie weggezogen. Ich bin eine echte Hannoveranerin. Ich habe viele Hobbys. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad und steige auch gerne auf Berge. Und dann habe ich ein Enkelkind. Das ist auch mein Hobby, die Anna. Als ich Bürgermeisterin werden sollte, da wollte ich das gar nicht. Das habe ich mir ganz langweilig vorgestellt. Und dann hat mich der Rat gewählt und jetzt bin ich da schon fast 10 Jahre. Und stell dir vor, es macht mir Spaß. Ich bin ja sowieso nur 1,63 und ich schätze, der Oberbürgermeister ist so 1,80, schätze ich mal. Und dann fühle ich mich sowieso ein bisschen kleiner, das muss ich sogar. Er hat nicht gern, wenn ich mich größer finde, als er selbst ist. Oh, wenn ich so im Schnitt in der Woche, jetzt sind Ferien, aber wenn keine Ferien sind, arbeite ich bestimmt 50 Stunden. Aber nicht nur als Bürgermeisterin, als Politikerin und Bürgermeisterin. Lampenfieber habe ich sogar eben bei euch gehabt. Aber wenn ich 3 Sätze gesprochen habe, ist es weg. Vor allen Dingen, wenn man mir zuhört. Wenn nicht, dann kommt es wieder das Fieber. Ich habe einen ganz schlechten Ortssinn. Und dann lachen die, wenn ich frage, wo ist nochmal der Mosaiksaal. Aber ich finde ihn dann. Und dann gibt es noch eine tolle Geschichte, da war ich aber schon ziemlich alt. Da war ich schon über 20. Und da bin ich mit einem großen Schiff, das heißt Bremen, vom Bremer Hafen, das liegt an der Nordsee, nach New York mit dem Schiff gefahren. Und da muss man jeden Tag die Uhr 1 Stunde zurückstellen, weil sich die Uhrzeit ja ändert. Und da bin ich 7 Tage lang dahin gefahren. Und dann bin ich alleine mit Bussen durch ganz Amerika gefahren. Und auf dem Rückweg, da war die Rückfahrt ganz schrecklich. Es war nämlich so viel Sturm und ich war fast 5 Tage seekrank. Das heißt, man kotzt, ne? Und da habe ich eine Geschichte erlebt. Da saß eine Frau neben ihrer Tochter, die Tochter war so alt wie ich, so um die 20, und die Mutter entsprechend älter. Und da sagt das Kind, also die ältere Tochter, Mama, ich will sterben. Und wisst ihr, was die Mutter gesagt hat? Tu das, mein Kind. Der war alles so egal. So ist Seekrankheit, dann ist einem alles egal. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war eine tolle Geschichte damals, diese Seereise. Ich bin aber auch Lokalpatriotin. Wisst ihr, was das ist, eine Lokalpatriotin? Man ist sehr stolz auf den Ort. Lokal heißt Ort. Und da bin ich bin so eine echte Hannoveranerin, weil ich ja hier geboren bin und ich liebe meine Stadt. Ich hatte auch immer ein bisschen Heimweh, wenn ich weg war. Ich bin öfter mal weg gewesen, aber ich bin auch immer gerne wiedergekommen. Als ich zur Schule ging und noch später, also als ich so 15 war bis 20, da fand ich das Rathaus ziemlich doof. Stellt euch vor. Weil es war mir einfach zu schlossartig und ich mochte damals keine Schlösser. Aber seitdem ich hier ein Zimmer habe und Ratsfrau bin, finde ich es wunderschön.